Lala Laberdoch, das Stotter-Podcast-Experiment von und mit Tobias. Hallihallo und Servus zur 6. Ausgabe meines kleinen Podcast-Experimentes. Heute mache ich mal ein bisschen kurz über meine letzte Grenzerfahrung mit meinem Stottern berichten, wenn ich ehrlich bin. Der liebe Carrie hat mich in seinen Podcast eingeladen, in dem es eigentlich um technische Sachen geht. Da ich aber, wenn ich ehrlich bin, an diesem Abend irgendwie absolut nicht in der Lage war, meinen Sprachfehler zu kontrollieren und mir schon mein armer Host wirklich leid tat, haben wir uns entschlossen, ein bisschen über Leute mit Handicap oder mit Speech Impairment im Genauen sich zu kümmern und darüber zu reden, wie der moderne Technik helfen kann oder halt eben nicht. Als Beispiel für helfen kann, wären Twitter-Bots, Support-Chats, welche instant reagieren. Negativ wären zum Beispiel die ganzen neuen Smart Home Assistants, welche eigentlich stark auf Voice-Control gehen, als auch moderne Autos, welche so komplexe Infotainment-Menüs haben, dass es wirklich schwer ist, diese ohne Sprachsteuerung zu kontrollieren. Was aber an diesem Gespräch so spannend war, war erstmal, wie viel Geduld Carrie mit mir hatte. Das muss man ihm wirklich lassen, er ist wirklich ein wunderbarer Mensch. Als auch, dass ich durch ihn neue Ansichten gefunden habe. Und zwar, dass, jetzt mal ein bisschen allgemein gesprochen, Accessibility-Features nicht nur Menschen helfen, welche auf diese zwingend angewiesen sind, sondern halt auch wirklich eigentlich alle Menschen helfen können. Oder zumindest einen großen Teil. Als Beispiel seien hier mal die ganzen neuen McDonald's-Bestellautomaten gemeint oder halt auch einfach Lieferando oder andere Apps, wo man ohne eine menschliche Interaktion bequem und schnell bestellen kann, auch wenn man zum Beispiel die Landessprache nicht spricht. Von dem her, ja, es war wirklich eine sehr spannende Abend und Gespräch, auch wenn ich ehrlich bin, es mir in sehr, sehr vielen Punkten sehr peinlich war, weil ich habe mich eigentlich wirklich gut vorbereitet und dann scheitert es halt wirklich, wirklich an meinem Sprachfehler. Und glaubt mir, der war jetzt nicht so wie meiner jetzt hier, sondern ich habe keinen einzigen Buchstaben rausbekommen. Ich habe das auch zum Anlass genommen, mal ein bisschen mehr darauf zu achten, wie ich das auch besser hantieren kann, weil meine üblichen Tipps wie warmes Tee oder im Stehen reden haben leider nichts gebracht. Ich hoffe einfach mal, dass Carrie aus den verschiedenen Spuren doch was Schönes rausbekommt und er eine neue Podcast-Folge für seinen so oder so sehr spannenden DevTalks-Podcast verwenden kann. Wenn ja, dann wäre das mein allererster Auftritt in einem anderen Podcast, welcher auch noch in Englisch ist. Also glaubt mir, es war wirklich eine sehr spannende, wenn jetzt auch nicht gerade die beste Erfahrung gestern. Aber danke nochmal, dass ich solche tollen Mitmenschen in meiner Umgebung habe, welche mir so helfen. Mit diesen warmen Worten war es das auch schon wieder. Die 4 oder 5 Minuten sind vorbei. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend, Tag oder Morgen, was auch immer. Habt die Ehre, ich bin Tobi und ich sag Servus. Baba.